Lange genug hat es gedauert, doch jetzt ist sie fertig. Feierlich enthüllten am frühen Dienstagabend Werner Borgers und sein Vater Franz Borgers die Skulptur vor dem Firmengelände am Stehnerner Weg. Die Enthüllung ist auch der symbolische Abschluss des Jubiläumsjahres des Bocholter Traditionsunternehmens, das es nun schon seit 150 Jahren gibt. Rund 100 Gäste, darunter viele Fraktionschefs der Bocholter Parteien und Vertreter der Stadtverwaltung, waren gekommen. In seiner Rede ging Borgers auch auf den Wirbel im Vorfeld der Errichtung der Skulptur ein. Den Begriff Denkmal will er nicht verwenden. Ja, es gab ein paar Irrungen und Wirrungen im Vorfeld. Wer ist denn eigentlich jetzt für die Genehmigung zuständig? Oder braucht man da eine Genehmigung? Aber vor allem die entscheidende Frage, ist es eigentlich Werbung oder ist es Kunst? Also vielleicht mal im Ausschlussverfahren, Werbung wofür? Vielleicht für unseren Outlet-Shop für Hutablagen? Also vielleicht doch keine Werbung, vielleicht eher Kunst? Ich weiß es nicht, aber... Ich weiß es wohl, aber ich sage es nicht. Ja, es soll eben nicht den Betrachter vor Ehrfurcht irgendwie erstarren lassen. Es geht darum, einfach so ein bisschen verspielt und mit Humor, mit einem Augenzwinkern meinen Urgroßvater Johann Borgers zu erinnern, an die Firmengründung. Aber durchaus eben so die Perspektiven des Lebens auch zu umfassen. Also, dass er gerne gejagt hat, dass er die Buchstaben aufbaut, die dann vom Hund wieder umgestoßen worden sind. Also es ist durchaus ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint. Auch Bürgermeister Peter Nebelow und der Bocholter Künstler Jürgen Ebert, der die Skulptur gestaltet hat, kamen zu Wort. Ein Blechbläser-Ensemble aus Borgers-Mitarbeitern rundete die Zeremonie schließlich ab. Lesen Sie einen Bericht über die Enthüllung des Denkmals in Ihrem BBV.